Ja, wirst du? Immer gespielt. Einen schönen guten Abend alle miteinander. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz nach dem 149. Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Ich begrüße beide Trainer, Markus Weinziel für Schalke 04 und bei uns wie immer Thomas Tuchel. Und bitte Markus Weinziel um seinen Kommentar zum Spiel. Ja, ich glaube, dass wir heute ein gutes Spiel abgeliefert haben, vor allem defensiv sehr gut und diszipliniert agiert haben, vor allem in der ersten Halbzeit nichts zugelassen haben. Ich glaube, der BVB hatte keinen Torschuss, von daher können wir so weitermachen. Offensiv ist klar, dass der letzte Pass gefehlt hat, um hier dann ein Tor zu erzielen. Wenn du kein Tor erzielen kannst, dann musst du den Punkt mitnehmen mit dem 0-0. Natürlich war zum Schluss der BVB dann auch mal gefährlich und kannst du nie über 90 Minuten so viel Qualität dann auch verteidigen. Da hatten wir auch das notwendige Glück und das Geschick dann auch in der einen Aktion von Ziad Kolasinac, aber so ist es, 0-0 passt, können weitermachen. Ich hoffe, dass Max Meyer nicht schlimmer verletzt ist, weil das wäre eine schlechte Quote pro Spiel, ein Ausfall, nachdem ja Huntelaar heute auch schon ausgefallen ist und die nächsten Wochen fehlen wird, wäre es ein starker Rückschlag, aber ich hoffe und denke, dass es bald wieder gehen wird. Wir müssen so weitermachen. Haben eine Serie jetzt mit 7 Spielen ligaübergreifend ohne Niederlage beziehungsweise 5 Siegen und 2 Unentschieden und wollen so weitermachen, müssen so weitermachen, um den Start weiterhin zu korrigieren und haben die nächste Möglichkeit am Sonntag gegen Werder Bremen. Dankeschön. Danke, Markus Weinziel. Thomas, deine Meinung zum Spiel? Ich glaube, speziell mit der zweiten Halbzeit kannst du sehr zufrieden sein. Ja, sind wir auch. Wir hatten große Probleme in der ersten Halbzeit, von Beginn weg eigentlich viele unerzwungene Fehler, viele einfache Fehler, viele Fehler im Aufbauspiel vor allen Dingen, aber auch viele Fehler in unserer Offensive. Wir haben uns in kritische Situationen selber gebracht, durch mangelhaftes Passspiel, durch schlechtes Besetzen der Offensivräume. Wir haben uns da einfach schwer getan, hatten viele auch Unforced Errors, viele Fehler, die wir selber durch eine mangelhafte Passqualität eingeleitet haben und deshalb natürlich auch große Probleme gehabt im Offensivbereich, keinen Torschuss. Und es nimmt dir dann natürlich über die Dauer und über die Häufigkeit so ein bisschen das Gefühl, ein gutes Gefühl. Dann in der zweiten Halbzeit haben wir das viel besser gemacht, konnten das Tempo dadurch erhöhen, hatten die Positionen besser besetzt, hatten in der hinteren und in der mittleren Reihe dann kaum noch einfache Fehler, wenig bis gar keine Fehler. Und das hat natürlich den Offensiven geholfen, in den richtigen Positionen auch ins Risiko zu kommen. Haben dann einen enormen Aufwand betrieben mit auch aus meiner Sicht einer hohen Qualität, haben 3 hochkarätige Torchancen uns dann rausgespielt. Das ist schwer genug gegen dann auch sehr kompakt und sehr tiefstehende und verteidigende Mannschaft. Und deshalb bin ich mit der Leistung in der zweiten Halbzeit sehr zufrieden. Und das ist das, worauf wir aufbauen wollen. Danke, Thomas. Bevor wir zu Ihren Fragen kommen, noch die Information, dass Jörg Stiepermann von der Firma Sportcast das heutige Gewinnspiel gewonnen hat, nämlich die Aral Supercard in der BVB-Edition. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Und jetzt sind Sie an der Reihe. Wir bitten um ein rechtzeitiges Handzeichen. Und wenn Sie dann den Knopf vor sich am Mikrofon drücken, dann können Sie auch sprechen. Können Sie sicher auch so, aber dann geht es besser und wir hören es alle. Alle wunschlos glücklich. Ja, dann nehmen wir Peter Müller von der Funke Mediengruppe, bitte. Du musst es nicht festhalten, einfach wenn das rote Licht leuchtet, dann kannst du sprechen. Nein, es war ein Tritt auf Sprunggelenk, wo er dann umknickt, ist dick und jetzt müssen wir schauen, wie die Untersuchungen dann ausfallen, aber er konnte nicht mehr weiterspielen. Guten Abend, ich hier. Ich möchte für die portugiesische Presse vielleicht schon kurzer Hinblick aufs Spiel nächsten Mittwoch hier gegen Sporting. Sporting hat ja im Moment auch so eine kleine Krise, hat 6 Punkte in den letzten 3 Spielen in Portugal verloren. Meine erste Frage ist, glauben Sie an Krise, da Dortmund auch so ein bisschen stöckelt im Moment? Und was wird Ihrer Meinung nach am Mittwoch die Stellpunkte, die wichtigen Punkte sein im Spiel gegen Sporting?
Ich glaube an das beste Sporting hier am Mittwoch und wir werden uns auf das beste Sporting vorbereiten. Alles andere wäre sehr leichtsinnig und wäre absolut unprofessionell. Wir werden selber an uns die höchsten Maßstäbe legen und ich bin mir sicher, dass wir sie benötigen. Es geht natürlich, es geht um den direkten Vergleich in dieser Gruppe. Es geht um eine mögliche Vorentscheidung, aber bevor wir darüber reden, müssen wir diese Leistung hier aus der zweiten Halbzeit von Hertha BSC, aus der zweiten Halbzeit von Ingolstadt aus der zweiten Halbzeit. Wir brauchen das komplette Paket, das wir schon im Sporting geliefert haben, also dann verbissen die Führung verteidigt haben. Und deshalb erwarte ich ein sehr, sehr schweres Spiel, ein Spiel auf Augenhöhe. Und wenn wir in der Lage sind, auswärts zu gewinnen, Sporting ist auf jeden Fall auch in der Lage, auswärts zu gewinnen. Deshalb sind wir auf der Hut. Gibt es weitere Fragen an beide Trainer? Ist nicht der Fall, dann bedanken wir uns für Ihren Besuch und wünschen allen einen guten Heimweg. Bis dann. Tschüss.